Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das freut mich wirklich sehr. Ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit durch meinen Putzalltag, sage ich mal. Hier habe ich jetzt angefangen mit der Wäsche. Ich habe da eine neue Waschroutine. Ich muss sagen, das funktioniert richtig gut und ist extrem entspannt. Manchmal gucke ich und frage mich, ob ich wirklich die ganze Wäsche gewaschen habe oder wo die ganze dreckige Wäsche ist, weil es gefühlt ja, sehr einfach aktuell mit der Wäsche abläuft. Und zwar mache ich das so, zum einen, Punkt Nummer 1, ich achte darauf, dass ich nicht zu schnell Wäsche in die Dreckwäsche mache. Und schaue mir die Wäsche nochmal genauer an, ob man sie vielleicht nicht nochmal einen Tag anziehen kann. Weil da muss ich sagen, habe ich früher zu schnell immer gehandelt und alles sofort in die Dreckwäsche geschmissen. Und dadurch habe ich halt einfach viel zu viel Wäsche auch gehabt. Das ist Punkt Nummer 1. Und zweitens, ich mache das so, dass ich jetzt nicht mehr die Wäsche mehrfach in den Korb mache. Also früher war das immer so, ich habe das die gewaschen, dann in den Trockner, dann vom Trockner erstmal in den Körben gesammelt, dann von den Körben irgendwo mich dann hin, also die Körbe dann irgendwo hingetragen, wo es gemütlich ist, sie dann zusammengelegt und dann wieder in den Korb gemacht und dann irgendwann mal nach oben getragen und dann eben sortiert. Jetzt ist es so, bevor ich die Wäsche in den Korb mache, also ich nehme die aus dem Trockner raus und falte sie schon gerade hin, sodass einfach nicht so viele ja, Falten entstehen. Also sonst, wenn ich sie einfach so in den Korb mache, dann ist die Wäsche so ein bisschen knittrig und dann muss ich halt eben auch mehr bügeln. Aber ich habe gemerkt, wenn ich die Wäsche direkt, wenn der Trockner aus ist, wenn ich die rausnehme und dann in den Korb quasi schon so gerade hinfalte, also ich falte sie noch nicht final, aber ja, relativ halt so ein, zwei Mal, dass es halt so gerade liegt, dass nicht so viel Falten sind und mache sie dann eben in den Korb. Und das ist auch das erste und das einzigste Mal, wann ich die Wäsche in den Korb mache, weil ich sammle dann die Wäsche so im Laufe des Tages und abends trage ich diesen Korb nach oben. Und wenn dann alle Kinder schlafen, suche ich mir oben ein Zimmer aus, das halt eben frei ist und lege die Wäsche dann auf dem Boden nochmal richtig zusammen und sortiere sie. Und dann am nächsten Morgen kann ich die Wäsche in den Schränken sortieren. Ich habe dann halt gleich schon die Stapeln, weiß, wohin ich halt gehen muss und muss nicht nochmal dann vom Korb die Wäsche rausholen. Also die liegt dann immer schön sortiert auf dem Boden. Ihr seht es dann auch am Ende vom Video. Da zeige ich euch, wie ich die dann zusammenlege. Und das ist meine neue Waschroutine und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Genau, also das ist so ein kleiner Tipp, den ich euch weitergeben kann, den ich jetzt halt eben gerade so ausprobiert habe und am besten einfach empfinde. Ansonsten habe ich hier mal den Keller aufgeräumt. Der kommt öfters mal zu kurz, wobei ich sagen muss, der nicht so viel Aufmerksamkeit benötigt. Es ist zwar nochmal zusätzliche Wohnfläche, die man sehr gut nutzen kann für Freizeitaktivitäten, aber er ist wirklich sehr pflegeleicht. Ich habe hier meine kleine Rumpelkammer, würde ich jetzt mal sagen, wobei das eine sehr schöne Rumpelkammer ist, mit meiner ganzen Deko, Bastelsachen und ja, Hobbysachen, sage ich mal, Nähzubehör, Nähmaschine. Und da lege ich immer wieder Sachen hin, die ich dann verräumen muss, dass die so ein bisschen aus den Augen kommen. Da tue ich die immer so zwischenlagern und dann, wenn ich Zeit habe, verräume ich die Sachen. Und genau, da habe ich jetzt ein bisschen was verräumt und ja, mal kurz durchgesaugt. Hier sortiere ich ja auch immer die Wäsche. Auch optimal finde ich, hier ist genug Platz dafür und ja, mit dem Wäschesortierer da hinten, wo ihr seht, bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Den benutze ich eigentlich schon immer, seitdem ich alleine wohne oder halt nicht mehr bei den Eltern wohne und ja, sehr happy damit. Ihr seht schon, der Nick ist jetzt bei mir auch wieder
Ich mache ja viel mit ihm Haushalt, also er ist sehr viel mit dabei. Er ist nicht so ein Baby, das gerne alleine rumliegt oder rumspielt. Das macht er immer nur ganz, ganz kurz. Ansonsten ist er gerne bei mir auf dem Arm, guckt dann gerne zu, was ich so mache. Ab und zu versuche ich ihn dann in die Trage auch zu machen, aber in der Trage ist eher so die Position, wo er dann eben schläft. Ansonsten ja, mag er es nicht in der Trage zu sein. So, jetzt ist der kleine Mann gerade aufgewacht. Der hat geschlafen im Zimmer und jetzt ist er aufgewacht und ist jetzt bei mir hier ein bisschen, falls ihr ihn im Hintergrund hört, wisst ihr Bescheid. ja, also er mag sonst nicht in der Trage zu sein, nur wenn er müde ist und schlafen möchte, suchen. Ansonsten mag es einfach so seitlich an der Hüfte sitzen, damit er einfach alles besser beobachten kann. Aber ich muss sagen, ich kann grundsätzlich ganz gut den Haushalt auch mit ihm machen. Man hat dann halt eben nur eine Hand frei. Ich gucke, dass ich auch immer wieder die Seiten wechsle, damit er nicht nur auf einer Seite sitzt. Wobei man schon eine Seite favorisiert, wo es irgendwie gemütlicher ist. Aber es gibt auch Tage, wo er gefühlt, ich weiß nicht, schwerer ist oder ich irgendwie müde bin und dann funktioniert es nicht ganz so gut. Aber so im Schnitt bin ich eigentlich ganz zufrieden, also geht schon. Man macht halt einfach, ne? Und ich versuche auch immer wieder, ihn auch wieder hinzulegen, hinzusetzen. Und da ist einfach eben der Vorteil, wenn man sich in unterschiedlichen Räumen aufhält. Also ich gucke immer, dass ich die Räume schnellstmöglich wechsle. Ich mache dann auch nicht den Raum unbedingt fertig. Ich merke das, wenn ihm dann eben langweilig ist, dann gucke ich, dass ich ihn eben auf den Arm nehme, noch ein bisschen was mache, dann aber den Raum wechsle, auch wenn ich nicht fertig bin, weil das ist dann für ihn auch wieder interessanter. Er hat dann wieder irgendwie neue Eindrücke, er hat dann auch neue Spielsachen, weil quasi in jedem Zimmer oder in jeder Etage neue Spielsachen sind oder andere Spielsachen und dann wird er quasi, ja, bekommt er neuen Input und das hilft eigentlich ganz gut, dass ich ihn dann nochmal ablegen kann. Ich gebe ihm auch oft neue Dinge, die jetzt nicht unbedingt Spielsachen sind, also wie jetzt im Keller zum Beispiel. Da gebe ich ihm dann gerne mal so die Boxhandschuhe oder so, mit denen er dann ganz gerne spielt. Da seht ihr sie auch auf der Decke liegen. Und damit kann er sich dann auch wieder eine Zeit lang beschäftigen. Und oder in der Küche gibt es ja auch ganz viele Tupperdosen, Deckel oder so. Ist immer wieder was Neues, Aufregendes. Und da habe ich dann eben die Möglichkeit, ihn nochmal für ein paar Minuten wenigstens abzulegen. So kann sich meine Hand dann auch entspannen. Ich habe wieder neue Energie und kann ihn dann wieder für eine gewisse Zeit wieder tragen. Und macht das dann, ja, solange das funktioniert. Und er bekommt dann viele Eindrücke und schläft dann auch viel besser. Also wenn ich das so lang wie möglich ziehe, sage ich mal, und ihn dann schlafen lege, danach schläft er auch viel besser ein. Und genau, dann habe ich wieder eben die Möglichkeit, mit beiden Händen den Haushalt zu machen. Genau, jetzt habe ich hier, wie gesagt, den Keller sauber gemacht. Einfach, ja, da muss ich nicht so viel machen. Bisschen saugen und tue ich dann auch ja, den Staub auch einfach oben, also nicht an der oberen Flächen auch nicht wischen, sondern ich saug das auch einfach ab. Das reicht eigentlich aus. Ab und zu mal wische ich das nass, aber das ist wirklich eher selten. In den Ecken kommen ab und zu mal ja, kleine Spinnen oder so.
Ich weiß gar nicht, wo die reinkommen, weil eigentlich lüften wir nicht wirklich, also im Keller sowieso nicht, weil wir eine Lüftungsanlage haben. Und da bin ich auch sehr froh drum, weil ich mir schon gedacht habe, wenn ich im Keller irgendwie die Fenster offen lasse, dass dann ziemlich schnell Spinnen kommen. Man könnte natürlich auch so ein Gitter dran machen, aber da bin ich irgendwie zu faul dafür, habe ich irgendwie nicht gemacht. Aber wie gesagt, ich mache die Fenster eigentlich auch nie auf. Aber irgendwie kommen trotzdem Spinnen rein, keine Ahnung wie. genau, dann bin ich nach oben gegangen in Nixeins Zimmer, das Babyzimmer, seit Jahren, seitdem wir hier wohnen. Früher war das ja Mike sein Zimmer. Da habe ich ihn schon gewickelt. Er war ja 3 Monate, als wir hier eingezogen sind. Nicht mal ganz 3 Monate. Nee, nicht mal 2 Monate war der. Genau. Der war nicht mal 2 Monate. Und ja, er ist hier quasi aufgewachsen, ne? Ja, die Zeit, die vergeht so schnell, wenn man das überlegt, ja, dass der noch so klein war, als er hier eingezogen ist. Ja, war das sein Zimmer und seitdem steht der Wickeltisch da und hat sich wenig verändert. Und ja, jetzt ist es nicht sein Zimmer. Wobei er eigentlich gar nicht hier schläft. Er hat zwar das Gitterbett da, aber ich setze ihn nur rein zum Spielen. Also ich mache ihn rein und lege immer ein paar Spielsachen rein und dann beschäftigt er sich auch immer noch ganz gerne da drin, wobei ich den Boden vom Gitterbett weiter runter machen müsste, weil er schon langsam anfängt, sich hochzuziehen. Er ist jetzt seit gestern 9 Monate und ja, robben tut er noch nicht oder krabbeln, aber er macht Anzeichen, dass er robben möchte. Er kann sich aber sehr gut fortbewegen. Er macht irgendwelche Drehungen und ja, kommt da ziemlich schnell von A nach B. Das funktioniert ganz gut, aber so richtig robben tut er noch nicht. Genau, auf jeden Fall. Aber er zieht sich hoch an ja, Gegenständen oder versucht es und klappt mittlerweile schon fast. Deshalb müssen wir den Boden auf jeden Fall runter machen. Das ist dann sicherer. Und ja, da seht ihr, da habe ich ihn wieder auf dem Arm. Das meinte ich. Also ich gucke, dass ich immer wieder neue Reize schaffe, ja, immer wieder neue Orte sieht, neue Spielsachen. Und dann eine gewisse Zeit trage ich ihn dann. Und wir machen gemeinsam weiter. Das funktioniert auch. Genau, ansonsten könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr den Haushalt mit Kindern macht. Macht ihr nur Haushalt, wenn die Kinder nicht da sind? Oder bezieht ihr sie mit ein? Oder wenn ihr ein Baby zu Hause habt, wie macht ihr das mit Baby? Schläft euer Baby gut? Dass ihr das in der Zeit macht, wenn das Baby schläft? Ja, schreibt mal, würde mich auf jeden Fall interessieren. Hier seht ihr jetzt das, was ich vorhin gemeint habe mit der Wäsche zusammenlegen. Also die Kinder, die schlafen und ich sortiere jetzt hier die Wäsche schon nach Personen, nach Kindern, ne? Und habe dann hier meine Häufchen und es ist viel, viel schneller zum Verräumen, wie wenn ich das jetzt dann wieder aus den Körben raushole. Und ja, funktioniert wirklich, wirklich super gut. Ich habe ja gar keine Wäscheberge mehr. Also das ist das, was ich aktuell ganz, ganz gut im Griff habe. Und ich muss auch sagen, mittlerweile, früher war Wäsche so meine Hassaufgabe im Haushalt. Aber ich muss sagen, mittlerweile mache ich die Wäsche ganz gerne. Es ist irgendwie sehr, sehr entspannt. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Kommentar, ein Like oder ein Abo da lässt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.